Ja, zum Schluss darf ich noch eine Geschichte bringen aus dem Melsungenbereich. Das stammt aus dem Buch Fröhliche Herzen von Pfarrer Erich Bischof Wernicke Verlag. Nee, Entschuldigung, Heiteres aus dem Pfarrhaus heißt das Buch. Ein ganz prima Mädchen. Meine Schwiegermutter macht Besuch in einem Haus, in dem vor kurzem eine neue Schwiegertochter eingezogen ist. Auf die Frage, wie gefällt Ihnen denn die junge Frau? Ach, Frau Pach, es ist ein prima Mädchen. Mir hört ins Ordnung, sehr besorgt alles. Aber eines muss ich einem durchsprechen. Seifekuss, in Klammern, Seifekuss, sie wischt sich jeden Tag den Hals mit Seife.